Hallihallo, hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Invisible Ink. Wir sind jetzt schon Tag 3, die letzte Mission vor dem Finale quasi, im Story-Modus. Und wir haben einige schwierige Aufträge vor uns, die wir machen können. Die Frage ist, was wollen wir nehmen? Was werden wir machen? Wenn wir uns da zum Umerziehungslager, wenn wir uns darum kümmern? Wenn wir hier einfach zum Terminal gehen, das uns nichts bringen wird wahrscheinlich. Wenn wir uns hier irgendwie Chips farmen oder sonstiges gönnen. Was war das nochmal? Zugang zu einem Großpalett nach weiter Güter, du hast genügend Kredits brauchen. Genau, so viele Kredits haben wir vielleicht nicht unbedingt. Eigentlich ist das Beste das hier. Oder hier. Nochmal. Das wäre eigentlich das Beste, glaube ich sogar. Halte die einmalige Möglichkeit, kostenlose Erweiterungen in einem Agenten zu installieren. Oder seine Erweiterungs... Nee, wir probieren das hier. Komm, lass uns ins Summationslager. Und werde aus Glück einen neuen Agenten freispielen. Es ist zwar die Stufe 4 und es wird extrem schwer, aber ich habe Vertrauen in meinen Agenten und in meine Fähigkeiten als Operator. Ich glaube daran. Ja, wir werden es schaffen. Und ich hoffe, ihr glaubt auch an mich, liebe Leute. Meine Zuschauer. Wir werden sehen. Wir werden schauen. Dann wäre schon mal ein bisschen. Oh, jetzt sind wir bei 19, okay. Wir könnten auf jeden Fall schon mal dieses Ding hier hacken. Das gibt uns nämlich, seht ihr? Diesen kleinen Vorteil, dass wir hier schon mal uns umgucken können. So, wir machen hier trotzdem mal die Tür zu. Also, ihr seht, hier ist direkt. Hier sind schon mal, da haben wir die Kamera, also das scheint ja auch der Weg zu sein, wo wir hin müssen. Ja, scheint so. Was ärgerlich ist. Okay. Oh, wir sollten vielleicht aufpassen. Wo will der hin? Der ist stationär, okay. Und der sieht uns hier nicht, das finde ich gut. Bleib mal ruhig stationär, mein lieber Freund. So. Das können wir uns trotzdem mal gönnen. In der Hoffnung. Dann tun wir aber hier. Und diese freischalten. So, dann ist das auch nicht verschwendet. Nicht direkt, glaube ich. Aber das war so einer der... Nee. Ah, wir können hier weiterschauen. So, hier sind Kameras und so. Lassen wir den aber mal dahin wandern. So, ja, komm. Der hat keine Punkte mehr. Wow. Na gut, dann nicht. Wir können da also erstmal nicht hin. Weil der Typ davor steht. Egal. Das Positive ist, wir können uns jetzt hier. Das hier. Genau. Und wir gönnen uns hier diese Kamera, oder? Warte mal, die scheint in diesen Raum. Also ja, gönnen wir uns. Und was erwartet uns? Da ist nichts, da ist eine Tür. Das ist gut. Und hier schauen wir uns um. Und nichts sehen wir. Okay. So, nichts sehen wir. Das ist nicht so schön. Da ist irgendwas. Schauen wir mal, was würde uns das freispielen. Benutzt den Königlichen Programm zum Durchbrechen. Durchbricht eine Feuerwehr kostenlos. Warte. Hacken Daemon Datenbank. Also wir würden die Daemons erfahren wahrscheinlich. Brauche nicht. Okay. Hoffen wir mal, dass das alles so okay ist, wie wir es gerade gemacht haben. Ja, das Ding startet neu. Da müssen wir jetzt aufpassen. Was ist das, die Kamera oder so? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir hier nicht gesehen. Das finde ich gut so. Und... Aha, nichts scheinbar. Nichts. Können wir ja auch... Toll, egal. Wir gönnen uns dafür hier die Energie. Wir schauen uns hier um. Komm reingucken. Nix. Na gut. Das Ding wird aufstehen und uns nerven. Was machen wir dagegen?
Bemerkt? Wie wird man bemerkt? Okay. Er hat doch hier diese hier. 4 Züge Cooldown, Rüstungsdurchschlag. Perfekt. Ein Hindernis vorbereiten. Haben wir ja unsere Aufmerksamkeit auf ihn gezogen. Und er kommt jetzt zum Schauen. Was ist denn da los? Nur braucht er scheinbar Ewigkeiten. Bis er mal hier ist. Na gut, wir müssen jetzt wieder die Kamera erobern. Ja, dafür ist der Vorteil eben, die ist dauerhaft zur Verfügung stehend. Und wir können die nach unserem Gutdünken einsetzen. Okay, schauen wir mal. Wir können den jetzt schon umhauen. Finde ich gut. Dann müssen wir nicht noch ein bisschen warten. Einfach auseinandernehmen hier. Und die Karte nehmen wir auch gleich mit, obwohl die wahrscheinlich immer brauchen. Also, könnte ich schon irgendwie brauchen. Stimmt, da gehe ich schon von aus. Und ich will schauen, ob das hier wirklich nichts weiter gibt. Ja, gibt's nichts, okay. Da kommen nur Wachen raus. Dann haben wir das auch erledigt. So, ich hätte noch schauen sollen, wohin der geht. Oder ob der auch so stationär ist. Ja, seht ihr? So einer war das natürlich. Oh, was machen wir jetzt? Position wird vom Feind bemerkt. Dann können wir ja hier hin packen. Ja, wir geben uns dann hier mit Decker hin, rüsten seine andere Waffe aus und gehen in den Dingsmodus hier. So, dann gehen wir hier lang, schauen mal uns um. Was ist denn hier? Eine Kamera. So, oder mehrere Kameras? Jetzt ist hier nichts mehr. Okay. Wir lassen die Kamera da mal kurz rumsitzen. Und da oben das hier nochmal kurz. So, mehr wollte ich gar nicht. Hier wird man vom Feind bemerkt. Deswegen kann ich da jetzt noch nicht so wirklich hingehen. Obwohl, ah, nee, das riskieren wir mal nicht. Wir bleiben hier. Wir müssen langsam vorbeigehen. Was? Guard down. Okay, woher hätte ich das wissen sollen? Der hat einfach mal krasse Shit. Wo läuft der jetzt hin? Der läuft, ich sehe das nicht. Zu dem Typen wahrscheinlich hin, zu Decker. Da wird man gesehen, hier wird man nicht gesehen. Kann ich dahin? Da, aber da wird mich doch definitiv sehen. Okay, er läuft wirklich zu Decker. Okay, ich würde sagen, nächste Runde können wir hier uns weiter umgucken. Können wir den auch ausschalten? Müssen wir, wenn wir zu Decker auch wollen wieder. Oh mein Gott, ich habe auch kein Medizinding, oder? Das könnte gerade ein Problem werden. Und nur ein kleines. So, machen wir ihn K.O. hier. Zack, weg mit dir, Mistkerl. Und natürlich, paralysieren noch hier extra. Eine Blendgranate hat er. Finde ich gut. Jetzt müssen wir schauen. Nanofabrikator. Was wir uns hier... Mann, bist du noch nicht davor? Oh, Kleine. So. Was wir brauchen, ist definitiv dieses Medgel. Und das betäubt temporär Wachen in einem bestimmten Bereich. Das finde ich gut. Können wir jetzt hier lang und dem das geben? Sehr gut. Dann können wir mit ihr weiter irgendwo hinlaufen. Dann nützt sie noch ein bisschen AP, aber da komme ich dann erstmal nicht hin. Ah, das ist schade, da sind so viele Dings. Wartet. Das Ding braucht 2.
Dann gehört das schon mal uns und wir können da durch. Sehr gut. Dann können wir da hin. So, der hat 9 AP. Und das Ding wird es vorbereiten zum Jagen. Also das heißt, er bewegt sich noch nicht. Gut, dann gehen wir kurz hierher und da oben ist scheinbar... Ah, da sind die Dinger angegangen wieder, okay. Da müssen wir wohl aufpassen. Oh, warte, ich habe jetzt was ausgelöst. Ich weiß es nicht. Egal, lass uns schauen, was passiert. Er scannt, okay. Oh, der wird schießen. Das könnte jetzt ein Problem darstellen. Die kann ja noch nicht, nee, das dauert noch 2 Züge. Können wir den jetzt betäuben? Ja, warte, das betäubt er mich auch wahrscheinlich. Okay, lassen wir das. Verborgen. Können wir jetzt hier? Kann er nicht reinklupschen oder was? Warum nicht? Dann möchte ich mich kurz hier umsehen. Und dann möchte ich diese Blendgranate hier reinschmeißen. Er möchte nicht, mich auch. Hier. Okay. Dann wird er nicht erschossen. Was ich sehr wichtig finde. Dass er nicht gerade erschossen wird. Weil das könnte sonst zu Problemen führen. Ein Aufladepack könnte hilfreich werden. Jetzt frage ich mich, ob ich was ich machen soll. Erstmal gehen wir hier lang. Und ja, da wird es wohl nicht weitergehen für uns. Also erstmal nicht weitergehen, wegen dem Typi. Und der geht jetzt hier lang. Oh Gott, ich habe ein Problem. Die Kamera wird mich definitiv sehen und ich kann nichts dagegen machen. Da wird über alles beobachtet. Ne, der wird mich sehen. Außer der ist total blind. Schauen wir mal, vielleicht ist er blind. Vielleicht blind. Super blind, hä? Calling it in. Nein, der hat mich gesehen. Okay. So, da brauchen wir unendlich viel. Ja, wir können nicht hier weiter. Also, wir müssen uns tarnen und dann irgendwo hin wandern, würde ich sagen. Weil die Kamera sieht uns ja und das ist nervig. Wir können die nicht dauernd erobern. Nee, nee, das war schon sehr teuer, was wir gemacht haben. Also wir würden noch was finden. Ja, komm. Vielleicht finden wir noch hier irgendwas. Hatte der noch was? Ach, sieht an, eine Blendgranate hatte der und Geld. Das ist ja cool. Ja, wir haben hier was, so. Dann können wir jetzt theoretisch hier alles erobern. Und trotzdem sind wir in Gefahr dort. Was soll das heißen? Wartet, sollen wir es trotzdem versuchen? Erstmal gehen wir hier natürlich in Tarnungsmodus. Dann gehen wir jetzt hier einfach durch. Und da können wir nicht hin. Doch. Wir machen diese Tür auf. Ja. Wow. Ja, danke, danke. Da wird ich jetzt auch hier umgucken. Die werden jetzt alle herkommen. Definitiv. Und da wird mich sehen. Die werden mich alle sehen. Oh shit. Oh shit, sage ich nur. Hier wird mich der nicht sehen. Vielleicht haben wir Glück und wir können dort mit dieser Waffe ein bisschen Schaden austeilen. Ohne dass der uns sieht. Ja, also ich glaube es nicht. Aber ich weiß es auch nicht. Können die Tür öffnen? Ne, da war nur so ein Ding drin. Also hier können wir auch nicht lang. Oh mein Gott.
Man sieht schon, das hier wird zu kompliziert. Der geht dahin. Okay, der geht dahin. I must be jumpy tonight. Ja, und die sehen, wir haben mich nicht gesehen. Okay, jetzt ist das Problem wegen ihm. Hallo. Ja, ja. Oh Gott, wir wurden hier gesehen. Ja. Zugbetten bestimmt. Okay, ich würde sagen. Verborgen vor dem Feind sind wir hier. Eine 180 Grad Sichtlinie, das ist ärgerlich. Dann gehen wir da lang. Okay, und bereiten uns mit dieser Waffe vor, falls er hier lang kommen könnte. Ja, bereiten wir uns vor, genau. So, hier werde ich definitiv aber nicht lang gehen. Und dort ist eigentlich Selbstmorder, wir müssen ja irgendwas machen. Wir schauen uns hier um. Da ist der und der wird... die jagen dort, okay. Machen wir das Beste, wir haben 4 im Moment. Wir brauchen aber 6, um dort zu erobern. Dann schauen wir mal. Guard down. Ja, Guard down, das hast du richtig erkannt. Okay, der sieht gerade nicht, wo wir hinwandern. Das finde ich gut. Wir können den natürlich jetzt auch K.O. hauen. Weil er... ja, ich finde, das machen wir sogar. Wir hauen ihn K.O. So. Und schauen mal, was er bei sich hat. Eine Tarnvorrichtung. Okay. Wir nehmen das Geld und diese Tarnvorrichtung, aber die erste kann die nicht aktivieren. Benötigt Tempostufe 4. Wir nehmen die trotzdem mit. Belastet wird dadurch. Oh shit. Ja, wir sind dann etwas belastet. Ja, dann können wir auch noch den mitnehmen. Ne, können wir nicht. Okay. Dann würde ich sagen, die Karte müssen wir fallen lassen. Und noch irgendwas. Ja, tut mir leid, das können wir erstmal nicht mitnehmen. Toll, wir sind für den Zug belastet. Dann können wir das ja alles wieder mitnehmen. So, dann soll es mir egal sein. Wir nehmen das mit. Da wird ja hoffentlich nicht so lange dahin wandern können. Dass wir da ein Problem... oh Gott, da ist diese Kamera. Ist sie da jetzt wirklich? Wo wird sie hinwandern? Dann, okay. Wir werden ihr folgen. Ist das Ding auch noch aktiv? Ja, da brauchen wir auch noch 3. Also wir kommen da gar nicht hin mit ihr. Da müssen wir wohl übel hier erstmal. Dem Typen können wir erstmal so ein bisschen... können wir hier... den hierher schieben, genau. So. Dann hoffen wir mal für Decker das Beste. Beziehungsweise wir lassen trotzdem das Zeug sie erstmal fallen. Weil das bringt uns ja nichts. Vielleicht können wir den nächsten Zug wieder schneller laufen. Das hoffe ich dann für ihn. Ja, jetzt wurden wir gesehen. Und der hat hier... okay, wird gerade... läuft gerade sehr schlecht. Läuft gerade richtig mies. Position wird vom Feind bemerkt. Bewegen und drehen wird er sich. Ja. Das ist definitiv tot. Unser Decker. Weil der sich unbedingt dahin wandern musste. Warum nur? Zack, tot. Und wir haben kein weiteres Mitglied, was wir nutzen können. Schade. Sollen wir zur letzten Mission vordringen oder sollen wir hier scheitern? Das ist einfach zu heftig. Wir müssen weg. Wir müssen hier weg. Wo wird er hinwandern? Es tut mir wirklich leid. Aber der jagt Winden. Dahin, okay. Hier können wir hin. Dann schauen wir uns so. Müssen wir abwarten. Es tut mir leid um Decker, aber wir können ihm nicht helfen. Jetzt können wir wegen dem hier nicht lang. Das will ich wirklich verarschen, oder? Wo geht er hin?
Ja, dann müssen wir wohl einen Zug warten, liebe Leute. Wow. Ja, das hat er gut erkannt. Okay. So, wir können hier lang. Dann rennen wir jetzt einfach durch und hoffen das Beste. Tut mir leid, Decker. Ich vermisse dich jetzt schon. Ja, wir müssen. Tut mir leid, wir haben versagt auf ganzer Linie. Ja. Ja, es waren dort. Hab's gesehen. Tut mir echt leid. Was soll ich denn machen? Ich will nicht schon mal wieder sterben. Wir müssen es so versuchen mit ihr alleine. Wir haben neue Gegenstände bekommen, immerhin. Und haben ein richtig schönes Vermögen. Und wir werden das benutzen, um ihre Stärke nochmal zu erhöhen. Und ihr Tempo haben wir nicht genug Credits. Verkaufen wir. Und das auch, komm, brauchen wir jetzt nicht. Was sollte ich denn nochmal erhöhen von ihr? Wir haben die Lanze haben wir, haben ein Aufladepack, das ich auch verkaufen werde. So. Für die letzte Mission, Mann. Da müssen wir unbedingt schneller werden. Okay, Leute, schauen wir, was sie sagt. Verfolge, verfolge. Da! Ich habe es! Sie lokalisiert. Das ist praktisch in meinem Hinterhof. Wie zum Teufel konnten sie das verborgen halten? Plane einen direkten Kurs. Danke, Monster. Danke, bis später. Wir treffen uns da. Ich muss dieses Ding echt sehen. In echt sehen, meine ich. In echt. Aber Reiter, mach das Team bereit. Das wird ein wilder Ritt. Okay, letzte Mission. Omni Mainframe. Das werden wir nächste Folge machen, Leute. Die letzte Mission und wir haben nur eine Person. Hoffen wir das Beste für unser Team, für uns, dass wir das schaffen werden. Hoffe, ihr hattet Spaß in der Folge. Wenn ja, ich würde mich über ein Däumchen freuen und nicht vergessen zu abonnieren, wenn ihr das hier weiter verfolgen wollt und kein Video verpassen wollt von mir. Ciao!